Verantwortlich für die Sendung von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, das bedeutet so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113, 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Radio TV IBS Liberty seit 1986 finden Sie auch im Internet bei www.ibstelevision.org, ibstelevision.org oder noch einfacher bei www.radiotvinfo.org, radiotvinfo.org. Am Mikrofon Andreas Klamm. Willkommen zu einer weiteren Mitmachaktion. Tschernobyl, 25 Jahre Atomnuklearkatastrophe in der ehemaligen Sowjetischen Republik. Tschernobyl, vor 25 Jahren explodierte ein Atomkraftwerk und verseuchte mit radioaktiven Niederschlägen viele Teile, weite Teile von Europa. So auch in Deutschland. Noch heute sind Pilze mit Strahlen belastet, auch Waldfrüchte und Wildtiere in Deutschland. Vor allem im bayerischen Raum. Und vor knapp 7 Wochen ereignete sich eine weitere Atomreaktorkatastrophe in Fukushima in Japan. Unsere Sorge, unser Mitgefühl gilt den Menschen in Japan. Und doch gibt es dann auch die Stimmen in Deutschland, die sagen, sind die Strahlen zu stark, bist du zu schwach. Nur der Stärkere überlebt. Wie denken Sie zu diesem Thema? Eine Mitmachaktion, Telefonaktion, Ihre Stimme. Pro oder contra Atomkraft in Deutschland. Atomkraftwerke abschalten. Warum? Das ist das Thema einer neuen Sendereihe von Radio TV IBS Liberty, einer Mitmachaktion und Telefonaktion. Ihre Stimme im Radio und natürlich auch zu sehen in meinem YouTube-Kanal. Ihre Stimme bei Radio TV IBS Liberty. Pro-Atom oder Kontra-Atom? Was spricht für einen ganz zügigen und schnellen Ausstieg aus Atomkraftwerken, aus Nuklearenergie? Und was spricht dagegen? Ihre Stimme bei Radio TV IBS Liberty. Atomkraftwerke abschalten, aber warum? Telefon zum Mitmachen und zum Anrufen rund um die Uhr ab 26. April bis 26. Mai 2011. Telefon 06236 48 90 44. Noch einmal zum Mitschreiben oder gleich zum Mitwählen rund um die Uhr. Sie müssen also nicht auf eine Zeit achten, wann Sie irgendwann mal Zeit haben, können Sie anrufen. 06236 48 90 44. Atomkraftwerke abschalten, aber warum? Das ist das Thema der neuen Mitmachaktion Ihrer Stimme bei Radio TV IBS Liberty. Pro-Atom oder Kontra-Atom? Atomkraftwerke abschalten, aber warum? Ihre Meinung bitte, die Leitungen sind offen rund um die Uhr, Sie müssen also nicht auf die Zeit achten, Sie können jederzeit anrufen, vor oder nach der Arbeit oder wann auch immer Sie mal im Internet vorbeisehen. Telefon 06236 48 90 44, Ihre Meinung bitte, Ihre Stimme bitte hier bei Radio TV IBS Liberty zu einem kontrovers diskutierten Thema in Deutschland. Und ich bin gespannt, wie denn so die Trendentwicklung, in welche Richtung sie geht. Pro-Atom oder Kontra-Atom, insbesondere nach den Katastrophen von Tschernobyl vor 25 Jahren und Fukushima vor etwa 7 Wochen. Ich danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, soweit Sie gesund sind. Und wenn Sie nicht gesund sind, soweit möglich, ich weiß, das ist sehr schwer, bitte ich Sie, werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Ihr Andreas Klamm. Bei Radio TV IBS Liberty mehr Informationen zu unseren Programmen im Internet bei www.radiotvinfo.org oder ibstelevision.org.
verantwortlich für die Sendung von Radio TV IBS Liberty, Independent Broadcasting Service Liberty, das bedeutet so viel wie unabhängiger Rundfunkdienst Freiheit, ist Andreas Klamm, Journalist, Postfach 1113 67137 Neuhofen, Deutschland. Telefon 06236 48 90 44. Mobilfunktelefon 0178 817 2114. E-Mail kontakt@radiotvinfo.org. Weitere Informationen zu den Sendungen und Produktionen von Radio TV IBS Liberty seit 1986 finden Sie auch im Internet bei www.ibstelevision.org, ibstelevision.org oder noch einfacher bei www.radiotvinfo.org. Radio